beim legendären Tunnel. Auch da kann ich mich so erinnern an die Pizza, die war so gut da, die Kardinale, ein Wahnsinn. Ich muss sagen, an die kann ich mich auch noch erinnern. Gell? Ja. War eine interessante Zeit, oder? Hat uns in unseren sogenannten jungen Jahren wirklich einiges gebracht, dass wir hier im Tunnel spielen dürfen. Erinnert ihr, das war gar nicht so selbstverständlich. Das war, wir sprechen von 1986. Da hat es hier in diesem wunderbaren Tunnel einen einen Talente-Wettbewerb gegeben. Lillis Talente-Shop. Lillis Talente-Shop, ja. Das war total fein. Du musstest quasi 30 Karten kaufen, dass du mitspielen darfst. Es war wirklich interessant, aber es hat uns den Weg geebnet in den Tunnel. Da haben wir dann den Besitzer kennengelernt, den Feis. Feis, genau. Ja, und der hat dann gesagt, ja, könnt ihr einmal spielen. Und da gab es ja diese wunderbare Begebenheit, dass wir mal bei ihm waren. Ich glaube, er hat seinen Namen nicht wirklich notiert. Und dann an dem Tag, wo wir da gespielt haben, ist plötzlich gestanden Thomas Schreibbord statt Monte Beton. Ja, so war es damals. Ja, aber es war eine wilde Zeit. Hauptsache wir haben gespielt. Abrüsterkonzert haben wir gespielt, oder? Yes. Und genau. Das erste Doors-Konzert, oder? Das erste Doors-Konzert haben wir da gespielt im September 87. Und am 26. Juni 87 haben wir unser erstes eigenes Konzert da gehabt mit einer Band, die wir zuvor kennengelernt haben. Die Minirock. Minirock, genau. Na, Wahnsinn. 26. Juni 87, Elvis-Fans werden sofort wissen, genau 10 Jahre nach Elvis' letztem Konzert. Für uns war es der Anfang, damals hier im wunderbaren Tunnel. Aber war immer super Stimmung. Es war zwar so ein Schlauch bis hinten, ein bisschen um die Ecken ist auch gegangen, aber ich kann mich erinnern, da haben wir legendäre Konzerte geliefert. Absolut. Und viel gelernt, wie es geht und auch wie es nicht geht. Absolut. Aber sonst waren wir heute nicht da. So schaut's aus. Tunnel 9 bis 2. Mhm. Today, no one's got a calling, no one seems so brave, got a bad.